Herzlich willkommen zu dem neuesten Let's Play zu Ghostbusters, The Video Game. Ich bin Dijan Zockt. Ich bin Eike. Und ihr seht es schon, ja, das ist der offizielle Ghostbusters Teil 3. Und wir starten jetzt einfach mal direkt, ne? Wusstest du das? Genau, den Film, der existiert nicht. Ja, dieser Film. Dieses Reboot. Ja, also... Er hat schon mal angespielt. Ja, wegen technischer Geschichten, das muss man als Let's Player machen, weil man muss ja immer aufpassen, ne? Okay, also machen wir eine neue Karriere. Da ist Ecto 1, der echte Ecto 1. In diesem Fall ist es auch ein wirklicher Krankenwagen und kein, was war es? Ein Leichenwagen? Bunt angemalt. Mhm. So, was haben wir da? Wollen wir... Leicht, erfahren und Profi. Wir machen mal erfahren. Sicher? Ja. Ja. So schwer ist das Spiel jetzt nicht. Nein. Nö. Und wenn du ausrastest, ist das Spiel sowieso besser. Ah, ja. Natürlich. Ja. Nein! Ja. Konsolentitel. Oh. Oh. Nehmt euer Popcorn. Durch merkwürdige Geräusche mitten in der Nacht beunruhigt? Erleben Sie Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie oder Ihre Familie jemals einen Spuk oder ein Gespenst gesehen? Wenn die Antwort ja lautet, warten Sie keine Minute. Nehmen Sie Ihr Telefon und rufen Sie die Profis. Rufen Sie die Geisterjäger. Wir sind immer bereit, Ihnen zu glauben. Franchises bald verfügbar. Rufen Sie an. Oh, Russell, hey Mann, bist du bei... Ortslübel? Yep. Bei der Großausstellung? Ja, warum? Da ist etwas auf dem Weg zu dir. Moment. Die deutschen Sprecher sind schon gut. Ich höre was. Ja. Ich werde mal nachsehen. Ich gehe mal nachgucken. Er ist tot. Ich habe über Shandor gelesen, der Typ, der den meisten großer Kram gestiftet hat. Er war ein Okkultist, übernatürlicher Kram und so. Abgedrehter Typ. Ja. Ja. Dieser Gonen. Oh. Warum reden wir nicht mal darüber? Ich denke zu sehr an die alte Zeichenregel. Hey, Sie dürfen nicht hier rein. Stopp! Okay. Boom. Wow. Hey, sie steht schon wieder. Die GEMA freut. Wer wird das Video claimen? GEMA! Ja, und auch noch geschrieben. Von den beiden. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ruhe in Frieden. Oh mein Gott, es ist Janine. Sie sieht immer noch gut aus. Ja. Aber sie hat die Stimme einer 80-Jährigen. Ah, die Karten, der Gag aus dem ersten Film. Ja. Sieht ein bisschen cartoonmäßiger aus, ne? Ja. Ja, übrigens, Ladesequenz müsst ihr euch leider eingewöhnen. Das Spiel hat leider ein paar. Das ist, aber nicht so viel, weil schneller Computer. Ja, das ist die Konsolenherkunft, denn es kam ja auch für PlayStation 3 und Xbox und Wii und PlayStation 2 und C64 und wahrscheinlich auch. Also alles. Ja, immer noch in 30 FPS. Das sind die Inzwischensequenzen, keine Sorge. Willkommen an Bord. Das könnte etwas gefährlich werden. Ja, Dijan schon ist der Neukarte. Gefahr ist unser Leben. Wir beginnen mit 50%. Das sollte Brand- oder Gewebeschäden auf Minimum halten. Hey, wir verbrennen in den Neuling. Auf keinen Fall, Ray. Auf den läuft doch unsere Hypothek. Hat recht. Wie heißt du nochmal, Kumpel? Keinen Namen, Ray. Dijan. Ja, genau. Emotionale Bindung. Nur für den Fall, dass du weißt, was dem Letzten passiert ist. So heißt sich das Internet auch. Keine echten Namen. Er ist eingestellt. Was ist bereit. Mit Winston passiert? Das könnte etwas kribbeln. Der ist wahrscheinlich im Urlaub. Oder vielleicht irgendwo hinten. Wir haben ein umfassendes, hartes Trainingsprogramm, das cool. Die Grundlagen der Ausrüstungsgegenstände nahebringt. Es dauert, Meisterfertigkeit zu erreichen. Aber schaut euch diese Haare an. Die Mühe wert. Wow, was für ein Trip. Atombombe. Was war das denn? Fallout 4. Ich glaube nicht. Ray? Was? War wohl eine Art von Psi-Energieimpuls. Substanziell, eine signifikante Zentralisierung. Das war substanziell. Klasse 7 oder höher. Genau, wir müssen die EMF-Werte. Technik-Babel. Ah, das ist Lima. Ja, ja. Ich weiß die Antwort. Schleimer. Ist ein Klasse 7, was auch Idioten. Immer. Schlecht? Oder sehr schlecht? Auf einer Skala von super schlecht. Ich sagen. Eine 7. Richtig? Eine 7, sagen wir genau. Einfach, wir haben bald viel zu tun.
Das sind die Originalsprecher. Mhm. Ihr habt es wahrscheinlich auch gar nicht, habt schon gemerkt, wir haben auf die deutsche Version gestellt. Ja, das Spiel hat, entgegen zu dem, was, also erstmal ausreden, ja. Oh, geil. Man kann, er spielt Atari. Ja, nee, er spielt, was spielt er denn da? Monstrosity X. Geil. Es ist, es ist ein Shooter, er fliegt immer die ganze Zeit rein. Egal. Oh, hey, guck mal, Q-Bert. Erinnert sich einer auch an Q-Bert? Ja, klar. Wow, da haben sie echt ganz schön viele Details reingemacht. Und man kann endlich mal in der Feuerwache rumlaufen. Ja. Ja. Und das Spiel hat im Gegensatz zu dem, was Steam sagt, auch die Englisch, nicht nur die englische, sondern auch die deutsche Synchro. Und es ist sehr pixelig. Ja, das liegt leider daran, dass man in der Version, man kann leider nicht. Kannst du das WLAN mal ausmachen? Das liegt ja jetzt bei dir über Skype, aber ich meinte jetzt eigentlich eher, dass es kein Anti-Aliasing gibt und dass man, sieht man an den Hand des Protonenpäckchens, dass es ein bisschen pixelt, aber was soll's. Das kann man aber in den Optionen einstellen. Nee. Also in den Textdateien. Ach, in den Textdateien. Ah, stimmt, das hätten wir aber machen sollen, nicht wahr? Ja. Ja, er und ist entkommen. Er ist entkommen. Ich soll das WLAN ausmachen? Wäre hilfreich. Ja, schön. Es ist sehr pixelig gerade. Ich hab den übrigens hier. Und es läuft immer noch mit 30 F. Nein, da steht 60. Kannst nicht lesen. Die X-Tory. Nein. Steht auf 30. Ich hab ich sehe da eine 30. Ich sehe, du siehst eine 30? Ich guck mal da in die Mitte. Ich habe auf 60 das Orange, gestellt. Ne? Ich habe auf da 60. Steht 30. Ich habe auf 60 eingestellt. Da steht 30. Hm, merkwürdig. Aber ich kann ja nicht mehr raustappen. Hm. Ja. Komisch. Vielleicht ist es so ein Darstellungsfehler, aber das müssen wir in der nächsten Folge dann ändern. Nicht. Naja gut, das ändern wir dann in der nächsten Folge, wenn es in der zweiten kommt. Super. Ah, das steht ja nach dem zweiten Teil von Ghostbusters. Wollen wir ein bisschen rumgammeln oder weitermachen? Spiel? Oh, guck mal, wer der ist. Alarmmeldungen nach. Bild. Ja. Gemälde. Den kennt ihr doch. Mit ihm. Mögen die Hufe von tausend Rössern euch zertrampeln. Mm. Hält die Fresse. Leider nicht die Originalsynchronstimme. Ich kann einen Termin eintragen. Bewegung, die Geisel der Karpaten, das Blut von das Leiden von Moldawien. Ich befehle dir. Wenn mein Tag. Oh, du bist zu beschäftigt, was? Ja. Ist es nicht ein bisschen unsicher, den hier stehen zu lassen? Ach, egal. Naja, er steht da und guckt böse. Ja. Obwohl, ich würde ihm meinen Hintern zeigen. So, da steht da, Slimer 850 Hot Dogs. Wer hat die gezeichnet? Kinder? Hab, vielleicht die Kinder, die auch da diese Poster an den Wand gemalt haben. Ach, genug Sightseeing hier. Können wir später noch machen. Interessant. Bewegung! Okay, machen wir mal weiter hier und helfen mal Slimer einzufangen. Da ist Slimer. Was macht er da? Komisch, die Sperreinrichtung zieht ihn irgendwie an. Er ist davon fasziniert, seit du den Bildschirm an die Einheit angeschlossen hast. Okay, ganz Fernsehen. Langsam jetzt, Kadett. Nein, das ist wie, wenn man in der Waschmaschine guckt, weißt schon. Mit dem Protonenstrahl. Mhm. Zerschieß den Verbannungstunnel. Das war Ausrüstung, die du da dämlich. Kumpel. Ja, das war glaube ich typisch steht schon. Das war glaube ich nicht sehr schlau. Er macht alles kaputt. Ich habe heute Nachmittag die Interdimensionaldichtung fein abgestimmt. Ich werde das reparieren. Ihr zwei bringt. Na, wer hätte gedacht, dass da was passieren könnte, ne? Wenn man direkt mit einem Protonenlaser auf einen auf dem Verbannungsgebiet ballert. Ich will's mal so sagen. Du hast auf ihn geschossen. Sein geflohener Freund begleitet ihn. Los, Kumpel, es gibt Arbeit für dich. Anscheinend ist im Verbannungscontainer jetzt gerade nicht so viel los, was? Bei dem anderen bin ich da nicht so sicher. Gut, also schnappen wir folgen wir Ray in den Keller. Was, die haben einen Keller? Man hat ja immer nur, man hat ja in dem Film ja diesen schmalen Ausschnitt hier nur sehen können. Interessant. Ja, Egan repariert das schon, ja. Ja, ja. Genau. Geil, jetzt können wir, sind wir quasi in dem Bereich, der, wo immer die Kamera gestanden hat. Ja. Also, zunächst mal, bevor die Sache ernst wird, machst du dich besser mit deinem Protonenpack vertraut. Es kann dein bester Freund im Einsatz sein. Aha. Alles, was du wissen musst, wird auf dem Pack selbst angezeigt. Echt? Das hier zeigt dir deinen körperlichen Zustand an. Je grüner der Balken, desto mehr Schaden steckst du weg, ohne dass es dich von den Füßen haut. Also die Hitpoints. Der zeigt die Hitzestufe deines Packs an. Wenn er oben ankommt, solltest du das Pack belüften, damit es sich nicht abschaltet und zurücksetzt. Also kein Dauerfeuer. Das Fangen eines Geistes ist im Grunde recht einfach. Wir unterteilen es in drei Schritte. Beschießen, festsetzen und einfangen. Spektrale Entitäten ziehen all ihre Stärke aus einer Ansammlung von PK-Energie. Beim Beschuss mit dem Protonenstrahl oder anderer Offensivausrüstung wird diese Energie abgebaut. Aha. Durch Abbau der PK-Energie sind Geister auch leichter zu fangen. Drücke RT, um den Sprengstrahl abzufeiern. Ah, naja, ein bisschen wie Pokémon, ja. Und das Tolle ist, die Anzahl
Ja. Bringen gar dem nichts. Träger gar nichts. Weil, wie kann man denn bitte sehen, was sehen auf, wie kann man denn bitte schön sehen, was auf dem Rücken, was man auf dem Rücken für Anzeigen hat? Mit dem Rückspiegel. Mach das doch mal. Geil. Siehst du die Einblendung bei dem Geist? Das, yeah! Ja, das ist für Slimer and the Real Ghostbusters. Das ist Slimer and the Real Ghostbusters. Das ist für Slimer aus dem Jahr 2016. Mit deiner Ehefrau. Ja, wie war das nochmal mit Plarücke? Mhm. Und da in dem Bein machen wir noch ein bisschen, räumen wir noch den Keller auf. Und komischerweise kriegen wir dafür Geld. Warum eigentlich? Warum nicht? Jo. Eine Wahl auf einen wahrscheinlich Lust. Versicherung. Und Hintergrund auch der Originalsound aus den frühen 80er-Filmen. Yeah. Oh, erstmal ein bisschen abkühlen. Das ist erstmal nur der Standard-Sperrstrahl. Ist ja, komm, Slimer. Ist dir uns aufgefallen, Eike? Wir haben den Strahl eigentlich schon gekreuzt. Eigentlich müssen wir jetzt schon längst vaporisiert sein. Nein. Naja. Das ist ein anderer Proton-Pack. Stimmt. So ist das natürlich. Slimer verloren. Nein, wir haben Slimer verloren. Da ist er. Spensterleitfaden? Slimer wäre eklig. Wer? Oh. Oh. Es ist Fatty McFett. Ein kleines Fatty-Fett. Der war wahrscheinlich im Leben nicht gerade zurückhaltend. Nein. Na, die Anzeige geht runter. Alles klar. Ist gut besorgt. Nächster Schritt. Ich hab's ihm gut besorgt. Du kannst einen Sperrstrahl auf Schubser genannt manuell mit dieser Steuerung projizieren. Das Pack stellt aber auch selbst fest, ob ein Geist ausreichend geschwächt ist und schaltet automatisch auf Sperrstrahl um. Ah, schaut automatisch auf. Sehr schön praktisch. Ich glaube, er hat sich festgesetzt, der alte Specksack. Fantastisch. Ja. Perfekt. Sobald sich der Geist in deinem Sperrstrahl befindet. Angeln! Angeln! Yeah! Hüpfst du ihn gefangen herum und kämpfst gegen ihn an. Oh, wir müssen in Gegenrichtung, wo er hin will. Das geht so. Beobachte den Geist. Wenn er in eine Richtung strebt, ziehst du den Strahl. Ne, in eine andere. Bam, ich muss ihn. Fantastisch, genau, yeah. Ich kämpfe. Wow. Das ist ein guter Gast. Ich kämpfe gerade mit einem echten Ghostbuster. Und störe nebenbei noch die Umgebung. Ja, genau. Mach die Stützbalken kaputt. Ja, genau. Wenn ihr jetzt runterkommt, haben sie zwei Geister mehr. So. Sieht ihr es? Jedes Mal nimmt er ein bisschen ab von seiner Energieleiste. Musst du auch reden. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf, wenn dann die richtigen Kämpfe gegen die richtigen Übergegner kommen. Ja, genau. So, er ist gestunt. Ab in die Geisterfalle. Mhm. Warte, ich muss die Geisterfalle ein bisschen in die Mitte packen. Ja, komm her! Komm her, kleines Fettifett! Ja, komm! Ja, komm! Ja, 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 ja. Oh, schön runterziehen. Komm schon, lass es gefallen, lass es geschehen. Geh ins Licht. Oh, falscher Film. Das war ein anderer Film. Geil. Ich hab einen Geist gefangen, Eike. Und es dampft. Ja. Nimm die Falle mit. Ja, aber ein bisschen kaputt machen. Ich brauche ein bisschen Geld. Wahrscheinlich ist hier noch irgendwo ein Geheimnis versteckt, denn im Spiel gibt es sehr viele Extras, aber... Komm, ja, komm, wir haben genug Geld gemacht. Mit anderen Worten, lass es. Im Ernst. Im Ernst. Sticht auch wie der Teufel. Cool. Hey, warum bekommt dieser Typ all den neuen Kram? Er ist unser neuer Experimentalausrüstungstechniker. Und auch noch einen coolen Titel. Ja, bedeutet, ja, ich bin kein Let's Player, ich bin Experimentaltechniker. Ausrüstung herumläuft, die einen bis nach New Jersey blasen kann, wenn man nicht richtig damit umgeht. Oh, bis nach New Jersey. Ja. Kann passieren. Herumschleppt, die einen eventuell bis nach New Jersey bläst. Danke, behalt den Titel, Kumpel. Er passt gut zu dir. Vielen Dank. Danke. Danke, Peter. Scooter, wir müssen weiter, auf geht's. What? What the fuck, wie heißt ein Scooter? Jetzt schon. Ja. Oh, guck mal hier, der Schreibtisch von den dritten Ghostbuster. Nee, warte mal. Vierten. 1, 2, 3, 4. Fünften Ghostbuster. Kannst du es erkennen? Eigentlich den sechsten. Ah ja, ich den sechsten. Feel sick. Going home. Wie ist er nochmal? Louis. Louis Tully. Der eigentlich ja nur eingestellt war, wegen der Steuer zu machen. Weißt du noch? Ja, Janine hat auch einen Anzug.
Ja, in rosa. Zumindest laut der Zeichentrickserie. Oh, okay. Was hat denn Vigo noch zu erzählen? Basiert er teilweise auf das? In meinem Griff verwandeln sich deine Knochen in Staub. Ja, dann greif mal. Ja, dann greif mal. Ja, los, greif doch. Los, greif. Greif mich. Greif mich. Zeig ihm deinen Hintern. Nein, ich reib mal ein bisschen dran. So. So. Kann ich draufschießen? Ach nein, außerhalb der Mission geht's leider nicht. Ich sehe, aber das Missionshub ist nicht. Geisterjäger, was können wir für Sie tun? Alle tratschen und tratschen. Lassen Sie mich das und tratschen. Alle. Okay, ja, ein bisschen Selbstreferenz hier. Ach verdammt, wir hätten eigentlich hier runterrutschen sollen, nicht wahr, Eike? Los, mach mal. Okay, warte mal. Ich habe ja einen Sprint. So. Leider funktioniert der Sprint ein bisschen doof, weil hat da ein bisschen wenig die Steuerungsmöglichkeiten. Aber hey, was soll's. Kommt man zumindest ein bisschen schneller voran. Wow. Ja. Und die Entwickler haben sich echt Mühe gegeben mit den ganzen Details hier. Ach komm. Ja, gehen wir in den Bettbereich. Wir haben genug Zeit, wir können uns hier umgucken. Ja, gucken wir mal. Wo ist das Bett von Ray Stance mit den Marshmallow-Männchen? Hm. Da. Da? Ist unterm Bett. Ja, ich glaube, das ist er da. Schön. Dann könnte man ja auch noch mal reden. Welches Bett gehört zu wem? Cool. Das ist Peters. Hm. Das mit dem ganzen Dreck dran. Was haben wir denn da? New York, New York, New York. Zu New York geht's in eine andere Richtung, Seemann. Danke, Junge. Oh, Mann. Diese ganzen vielen kleinen Details und Grafik, die sie hier eingebaut haben. Mhm. No. Geh mal aufs Klo. Ja. Toilettenbonus! Spiele mit Toiletten sind immer gut. Auch wenn sie nichts bringen, in dem Fall. Geh mal duschen mit dem Protonenpack. Ja, das kommt bestimmt gut. Ja, mach mal. Was ist das für ein komisches gelbes, grünes Ding da? Das ist ein Feuerwehrhelm. Ach nee. Nee, eine Duschhaube. Ach, eine Duschhaube. Ich dachte zuerst, das wäre... Ach, dann wollen wir Testaufnahme. Dachte ich zuerst, das wäre... Das ist für Peter. Ja, wollen Sie... Peter braucht doch seine Duschhaube wegen seinen Haaren. Ja, nicht so viel wegspülen, ne, nach dem Motto. Ja. Das sind keine Geheimratsecken mehr, das sind schon Plätze. Naja. Man wird halt älter, nicht wahr? Naja, gut, und und nach unten rutschen jetzt. Ja, und ich dachte zuerst, das wäre keine Kappe, sondern Geisterschleim. Okay. Hui! Ja. Gleich nochmal? Nein. Ja, nochmal. Och, komm. Ja, die Folge ist eh schon... Jedes Kind möchte das machen. Ja, hattest du die... Ah, nein, du warst da schon zu alt für, nicht wahr, Eike? Wofür? Fürs Ghostbuster-Spielzeug? Habe ich nie gemacht. Lego. Oh, du hast nur Lego. Aber ich habe mir Lego Ghostbuster Spielzeug. Okay, dann bist du ein guter Mensch. Oh, warte mal. Nee. Die ganzen Anrufbeantworter, Texte müsst ihr euch... Doch, jetzt einmal. Eine nur, aber den Rest müsst ihr euch selbst angucken. Nee. Neue Nachrichten. Sieben. Sieben. Technik von 1991. Ein Notfall. Bitte rufen Sie mich sofort zurück. Vor meinem Fenster fühlen mehrere Geister in meinem Müll. Die sehen wie Landstreicher aus. Oh mein Gott, es sind die berühmten Landstreichergeister. Die Actionspielfigur kommt bestimmt auch bald. Ja. Ja, genau. Wie zum Beispiel die Oma. Erinnerst du dich an die Oma? Nein, Quatsch, was? Ach ja, stimmt, du kannst das Spiel, die Video. Quatsch, die Actionfiguren zu der Realzeichentrickserie. Guck mal da! Neunter. Die Bilder. Ja, ja, das sind Originalbilder aus dem Film. Ja, aber noch mehr, guck mal nochmal genau hin. Ja. Peter. Winston, Peter. November, Dezember steht noch aus. Und es sind schon 9 Tage ohne Unfall. Also, yay! Yeah. Yeah. Ich glaube, das ändert sich noch direkt. Wow. Und jetzt da unten. Warte und mal. Dann in die nächste Mission. Hey, ja, mal spielen. Geil, die haben sogar Flipper. Eike, wie findest du eigentlich Flipper? Flippig. Flippig, ja. Oh, ich spiele das immer in Urlaub meistens immer. Habe ich das gespielt, sowas damals noch. Ja, in Deutschland ist es ja verboten, ne? Weißt du, wieso das verboten ist? Jetzt kommt. Weil die in den 70ern, oder was, in den 80ern? Nein, wahrscheinlich 80er, weil da war ja ganze Hype mit Videospielen. Haben die das verboten wegen Glück und das als Glücksspiel kategorisiert? Weißt schon, Arcades und so weiter. Deswegen sind Computerspiele in der Öffentlichkeit, weißt schon, Double Dragon und alles mögliche ab 18. Und deswegen gibt's das im Heidepark? Ja. Okay. Die haben eine Sondergenehmigung auswählen, irgendwie, naja. Gibt so dafür. Naja. Okay, dann okay. Aber bevor wir in die Mission wir gehen, Mission gehen. Zur nächsten Folge. Dann bis zur nächsten Folge. Und DJ hat sein Smartphone hoffentlich mit der Zeit rausgesucht. Ja, 20 Minuten, komm, 29 Sekunden noch. Wir müssen irgendwas machen. Bustin' makes me feel good. Bam, 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 bam. Ist das das richtige Lied?
Nein. Und jetzt von Vollopper. Bist du Mix wie Fiege? Mit noch mal mit Mr. Missy Elliott und wie heißt das? Autotune. Ihr seid scheiße, Alter. Das war ja schon vor 20 Jahren. Oder 10 Jahren gefühlt. Ah, ja, okay, 10 Jahren. Oh, jetzt hab ich sie voll gedisst. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieso voll gedisst? Ja. Und dann sehen wir. Besser als Leider ab, 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 Leider ab, 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 Leider ab, ab, aber Feuer! Ab, ab, ab. Was waren die überhaupt? Was für ein Musikstil ist das? Was für ein Musikstil ist das? Eine Emo-Band. Ja, ja, so Emo, Pop, Punk oder Rock, irgendwas dazwischen. Okay, Leute. Aber wir gucken uns weiter auf unserem blinkenden Protonenpack, freuen uns über das neue Let's und freuen uns auf die nächste Folge. Play. Und dann können wir noch mehr Zitate einbauen, denn das hier ist sowas von, ja, Zitat. Fanservice. Fanservice und alles Mögliche. Also bis nächsten Mal also bei dann. Ghostbusters. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Ghostbusters 3. Dem offiziellen dritten Film. Dem offiziellen dritten Film. Spiel. Bist du Mix Me Feel Good? Genauso wie Indiana Jones. Mhm.